somit herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind wieder am Start. Diana ist auch am Start. Schönen guten Morgen, mein Schatz. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir sind jetzt heute mit euch hier in Dresden. Genauer gesagt in der Innenstadt. Wir sind jetzt hier. Innenstadt, ne? Wie gehört, wir sind in der Altstadt. Wir sind in der Altstadt, sind wir hier. Genau. Wir sind jetzt genau gestern angekommen, bleiben heute den ganzen Tag hier und werden mal schauen, was wir uns hier alles so anschauen können. Wetter spielt noch nicht so ganz mit, es regnet noch ein bisschen. Jetzt gerade hat es aufgehört. Ja, wir waren selber noch nie hier. Schatz, warst du schon mal in Dresden? Nein, noch nie. Das erste Mal. Erstes Mal, siehst du, ich war auch noch nie in Dresden, deswegen, ja, schauen wir mal, was so geht. Als erstes, was wir uns jetzt anschauen wollen, das ist die Frauenkirche hier in Dresden. Da laufen wir jetzt hin. Losknack, guck mal, wie schön hier aussieht. Ja, coole Dekoration hier, alles schon für Winter dekoriert, für Weihnachten. Da sind wir jetzt angekommen. Die Frauenkirche in Dresden. Und zusätzlich der große One and Only Martin Luther King. Das ist ja auch alles Neumarktbereich. Hier ist im Winter auch ein richtig geiler, riesengroßer Weihnachtsmarkt aufgebaut. Wir schauen mal, ob wir da jetzt reinkommen. Also Diana und ich, wir haben hier keine richtigen Ziele, die wir verfolgen wollen. Wir laufen jetzt einfach durch die Gegend, schauen mal, was geht, wo wir alles reinkommen, was kostet. Also man kann wohl von 10 bis 11.30 Uhr als offene Kirche da rein. Die warten ja schon jetzt, oder ist sie schon offen? Ist es schon 10? Ist es schon Viertel nach. Dann müsste das jetzt hier, da ist doch schon. Geht schon los. Let's go. Von uns können Sie auch erfahren, ob und wann Sie an einer Führung über die Empore teilnehmen können. Die nächste beginnt in Kürze, 10.30 Uhr. Haben Sie Interesse, melden Sie sich bitte im Ausgangsbereich dazu an. Neben unserem wunderschönen Kirchraum auch sehenswert die Unterkirche. Zu erreichen links im Kirchraum durch die geöffnete Tür ein paar Stufen abwärts. Und den Blick auf Dresden können Sie erleben nach dem Kuppelaufstieg. Der Zugang dazu von außen über den Eingang G. Die Frauenkirche wird getragen von einer gemeinnützigen Stiftung, die sich ohne kirchliche und öffentliche Mittel selbst finanzieren muss. Sie ist eine offene Kirche. Für den Bauerhalt und das vielfältige Angebot sind wir auf Spenden am Ausgang angewiesen. Wir danken Ihnen recht herzlich dafür. Und allen, die Sie gekommen sind, möchten wir den Segenswunsch mit auf den Weg in Ihren Tag hineingeben, den Sie auf den Gebetskerzen unter dem alten Turmkreuz finden. Der Segenswunsch für Sie, Friede sei mit euch. Also, es wurde gerade erklärt, wie wir uns hier bewegen können.
Und zwar ist das hier eine offene Kirche, die wird auch selber finanziert, nicht vom Staat. Die müssen deswegen auch auf Spenden, die sind auf Spenden angewiesen. Weil die kriegen ja keine Unterstützung. Weil die keine Unterstützung vom Staat kriegen, deswegen muss das hier alles selber finanziert werden. Die Uhrzeiten habt ihr draußen gesehen, wann ihr hier einfach reinkommen könnt. Dazu gibt es hier auch noch eine Unterkirche. Den Eingang finden wir dort drüben. Da laufen wir gleich runter und man hat die Möglichkeit, nochmal auf die Kuppel drauf zu gehen. Das machen wir dann auch gleich nochmal. Und von dort aus hat man auch einen wunderschönen Blick auf Dresden. Da freuen wir uns jetzt drauf. Genießen das Ganze jetzt hier erstmal kurz in der Kirche. Ist echt schön gemacht. Echt schön gemacht. Dadurch, dass die Kirche hier gespendet wird, werden hier sogar die ganzen Spender in diesem Buch mit eingetragen, die seit 2006 die Stiftung beigetreten sind. Und wie viele das sind. Ja, das Flair hier in der Unterkirche ist schon echt sehr besonders, sieht aber auf jeden Fall schön aus.
Das sieht ja geil aus, guck mal. Das ist gemalt. Frauenkirche von innen sah auf jeden Fall schon sehr, sehr gut aus. Also vor allem, es wurde ja vor ein paar Jahren erst renoviert. Genau. Die wurde komplett neu aufgebaut und dementsprechend sieht sie auch richtig gut von innen aus. Sie hat sehr geglänzt, schöne Farben. Ist eine offene Kirche, ihr könnt also zweimal am Tag, glaube ich, reinlaufen. Die Uhrzeit habt ihr vorhin gesehen. Jetzt laufen wir zum Eingang G, zum Kuppelaufstieg. Eintritt kostet 10 Euro pro Person. Ich hoffe, der Ausblick wird sich lohnen. Wir sehen uns gleich oben. Weiter geht's hier in der Kirche. Sieht richtig schön aus. Das sieht richtig schön aus hier. Wunderschön. Auf geht's, mein Schatz, nach dir. Jetzt kommen die schrägen Stufen. Jetzt kommt der schwierige Teil hier, mein Schatz. Es ist super warm gefallen. Oder die Gute ist tatsächlich mit den Fahrstuhl gefallen, weiß ich. Das kann sein. Man kann hier auch mit dem Fahrstuhl hoch. Aber wir sind tapfer und laufen hier hoch. Dresden liegt ja auch an der Elbe, wer es nicht weiß. Jetzt hier nochmal die letzten Meter auf die komplette Kuppel. Thank you.
Also es ist schon wirklich sehr, sehr geil. Ihr müsst auf jeden Fall die Koppel hoch für 10 Euro, weil der Ausblick hier oben ist wirklich unbeschreiblich. Mega geil, ihr habt 360 Grad Aussicht auf die ganze Stadt. Hier ist auch ein schöner Platz. Hier sind auch überall so eine fetten, großen Gebäude. Albertinum, sagt mir jetzt auch nichts. Hier links die Kunsthalle, Lipsius-Bau. Alles riesengroß hier in Dresden. Hier ist auch wieder irgendwas. Das ist hier. Ne? Also Diana hat gerade gesagt, dass die ganze Stadt ein Museum ist hier. Ja, das ist so echt viel zu gucken, zu sehen, zu erfahren. Richtig viel kann man hier machen, ja, auf jeden Fall. Das ist der Eingang zur Festung. Das ist die Elbe hier. Wie in Hamburg. Da gibt es Dampfschifffahrt, sächsische Dampfschifffahrt. Das ist schon ein Schloss, da ist ein Schloss, da ist eine Kirche, hier ist eine Kirche, hier ist wieder so ein Schloss. Ja, das stimmt, das aber ehrlich. Es ist sehr historisch, die Stadt. Das ist durchgehend in einem Museum. Ja, überall große Gebäude, da ist was, hier an der Elbe. Sieht auch richtig, richtig schön aus. Da vorne das Große, da wieder ein Großes. Überall große Gebäude hier. Das ist hier die Hochschule für bildende Kunst. Stadtrundfahrten gibt es hier natürlich auch. Die nächste Abfahrt 12 Uhr. Am Theaterplatz laufen wir jetzt hier durch die Gegend. Super schön hier alles. Herrlich, herrlich. Wir sind jetzt auch zum ersten Mal hier in Dresden und uns gefällt es auf jeden Fall. Sehr schön klein und ruhig, trotzdem Großstadt-Feeling irgendwie ein bisschen. Wundervoll ist das hier. Auf geht's in den Dresdner Zwinger. Sieht man nochmal einen Lageplan. Vielleicht ist das deswegen umsonst heute, weil hier eine Baustelle sogar ist. Der Zwinger wird umgebaut. Okay, okay, okay. Hier wird also renoviert. Alles auf Schulklassenausflüge hier. Selbstverständlich. Die ganzen Gemälde hier an der Wand. Sieht voll geil aus. Hier kommen wir, glaube ich, auf den Gartenbereich des Zwingers. Schauen wir mal hier. Oh, guck mal, mit einer Fontäne sogar. Alles große Baustelle hier. Man kann sich hier trotzdem frei bewegen, also man kann hier seine Runden drehen. Alles geöffnet. Ich google jetzt mal, was das hier bedeutet, der Zwinger. Was ist das überhaupt? Zwinger Dresden. Haben hier früher Leute gewohnt? Und war das irgendwie... So. Also, zusammengefasst, Kurfürsten war der Zwinger als Vorhof eines neuen Schlosses vorgesehen, das den Platz bis zur Elbe einnehmen sollte. Mhm. Naja, das war damals halt, ich weiß ein jetzt Schloss. Auch... Ein Schloss war das. Das war ein Schloss und die bauen jetzt hier komplett einmal alles neu. Wie ihr seht, das ist jetzt hier alles gerade auf Baustelle. Also haben die Leute gewohnt früher? Alles auf Baustelle. Wer sind die? Die Diener und... Ich weiß es nicht. Ja, so aus. Kann sein. Und hier hat auch so einiges stattgefunden. Ja, hier Festsäle, Pavillons wurden hier damals aufgebaut. So viel wie in den Filmen bei den Reichen. Wie in den Filmen bei den Reichen, so sieht es aus hier. Dresden.
Wir laufen jetzt erstmal weiter, oder? Komm. Man kann leider nicht so viel jetzt gerade sehen, weil die gerade umbauen. Aber ich glaube, wenn das hier fertig ist, das nächste Mal, wenn wir hier sind, wird das, glaube ich, schon fertig sein. Das ist ein reinstes, das ist ein großes Museum hier, die Stadt. Jede Geschichte, jedes Gebäude hat seine Geschichte. Riesengroße Felsungen sind das hier. Auch dieser Zwinger hier, das kommt auf dem Video gar nicht so rüber, aber das ist schon groß, wenn man sich vorstellt, dass sie damals hier richtig abgefeiert haben auf Pavillons, schick anziehen und so da zu der Zeit. Hat was. Sieht so aus, als wenn man da durchkommt. Da geht eine Treppe auf jeden Fall nach unten, das ist gut. Es lohnt sich anzuschauen. Lest ein bisschen nach, worum es hier in diesen Zwinger überhaupt geht. Wir sind jetzt ein bisschen planlos hier reingelaufen und haben gerade selber gelesen bei Google, was der Zwinger eigentlich bedeutet. Wir haben jetzt einen anderen Ausgang genommen und sind jetzt auf jeden Fall wieder raus aus dem Zwinger. Genau hier ums Eck wäre wieder der Eingang. Das ist hier direkt. Wie heißt der Platz nochmal? Turmplatz? Nein. Kunsthallenplatz? Irgendwie so. Werden wir gleich nochmal herausfinden. Ja, das war auf jeden Fall schon mal hier der Zwinger für euch. Ja, schön. Es regnet die ganze Zeit. Wir haben den Regenschirm dabei. Schatzi hat mitgedacht. Ich habe hier eine Jacke an. Sie ist auch wasserdicht zum Glück. Feste Schuhe haben wir an hier. Ne? Klar, ohne Regen wäre schon geiler gewesen alles. Wir sind ausgerüstet für die Wanderung. Ausgerüstet für die Wanderung hier in Dresden. Das ist der Theaterplatz hier in Dresden. Zwinger, Kabinett, Kirche, noch ein großes Gebäude. Geil. Hier das Grand Hotel Taschenberg Palais. Wird auch renoviert. Da kommen wir Richtung Innenstadt, das sieht so aus. Wollen wir da längs laufen? Komm. Wir nehmen euch jetzt hier mit auf Limitless. Wir laufen jetzt hier in die Passage rein. Ist überall was. Immer so eine fetten Dinger stehen hier rum. Alles big. Ja. So sah das hier aus in Dresden. Dann wurde das alles hier neu aufgebaut. Ich finde das echt interessant. Ein halbes Jahrhundert, eine Ruine. Bombardiert, dann ein halbes Jahrhundert eine Ruine gewesen und jetzt steht das Ding wieder. Man lernt hier viel. Also Dresden ist auf jeden Fall sehr bedeutenswert für die Geschichte. Für die Geschichte Deutschlands. Hier ist eine Geschichtsstadt, ist das hier. Hast du die russischen Fahnen noch von damals, Lenin ist drauf. Dann hast du die ganzen Kasachen, keine Ahnung, Mongolen da oben. Da vorne, ne? Ja, stimmt. Kulturpalast Dresden, auch alles direkt hier ums Eck. Mit dem Alex, genau wie in Hamburg. Bäckereien gibt es hier auch überall. Es will nicht aufhören zu regnen hier in Dresden, aber wir halten uns weiter mit Regenschirm und Jacke. Wir laufen jetzt in die Innenstadt, suchen uns da irgendwo ein Plätzchen. Hier kann man natürlich auch shoppen gehen. Outlet Store, Sale, Super Sale hier bis zu 80% gerade. Und da hat Diana gesagt, Schatzi, nur gucken hier. Bitte nur gucken. Ja, das sieht cool aus. Siehst du, so ist das, wenn man mit einer Frau in den Laden geht. Erstes Teil, die wäre für mich. Wir haben was gefunden. Und ich sag noch zu Diana, ich sag, zeig mal her, die sehen geil aus. Was kosten die? Wenn die unter 25 kosten, dann kaufe ich sie dir. Und was kosten die? 24,99. Haben wir sogar noch was gefunden. Ist ein geiler Laden. Hier gibt es echt viele coole Sachen. Ich würde jetzt mal sagen, ähnlich wie TK Maxx, nur etwas besser. Ordentlicher alles und viel mehr Auswahl.
Kommt alle hierher, Designer Outlet in Dresden. Bam. So, wir befinden uns jetzt gerade in so einem großen Einkaufszentrum, Shopping Center. Da unten bei Rewe waren wir gerade, haben ein paar Sachen gekauft für den Heimweg morgen, damit wir was zum Knabbern haben. Das war's jetzt mal von uns hier bei Limitless. Wir hoffen, euch hat das Video Spaß gemacht. Hier ein kleiner Rundgang durch Dresden, wie das hier so aussieht, was man so machen kann, wenn die Sonne nicht gerade scheint und es regnet. Frauenkirche haben wir gesehen, den Zwinger haben wir gesehen. Wir waren an der Elbe, haben wir gesehen. Wir waren Schuhe kaufen, haben wir gemacht. Ne? Wir haben jetzt noch Lebensmittel gekauft. So sieht's aus. Falls euch das Video gefallen hat, wenn wir uns über einen Daumen nach oben freuen, abonniert den Kanal für weitere coole Videos hier auf diesem Kanal. Kommt alle her nach Dresden, uns hat es auf jeden Fall sehr gefallen. Schöne kleine Stadt, man kann sehr viel sehen, viele Sehenswürdigkeiten, alles auf einem Fleck hier. Ja, in dem Sinne, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Adios, amigos. Tschüss.